War das Halblinge? Halblinge? Wenn es Halblinge gibt, die einem das Fleisch oder die Knochen fetzen wollen, um es zu verschlingen und das Mark aus den Knochen zu saugen, dann mögen es wohl Halblinge gewesen sein. Ihr müsst vorsichtig sein, wenn ihr auf sie trefft. Sie sind verschlagen und jedem Ritter ebenbürtig. Gehabt euch wohl. Mhm. Kelbens parierende Peitsche. Ui. Der war doch ganz toll. Wenn dieser Zauber eingesetzt wird, dann wird band er einen Zauberschutz der 8 oder einer niedrigen oder eines niedrigen Grades. Während der Wirkungsdauer der Peitsche entfernt diese in jeder weiteren Runde einen weiteren Zauberschutz des Opfers. Das ist ein sehr netter Zauber. Können wir den auch lernen? Den haben wir schon. Oh. Das ist sehr gut. Zu wissen, dass wir ihn haben und nicht benutzen können. Da ist er ja sogar. Ja, aber auf der Ebene sind wir noch lange nicht. Wir müssen erstmal 6 freischalten. Was wir vielleicht beim nächsten Stufenaufstieg machen könnten. Ah, der nicht mal so lange hin ist, nur noch. Naja, doch, er ist lange hin, weil ich brauche ja das Doppelte, weil die Punkte sich bei Area verteilen. Okay, was sagt das Tagebuch? Das ist der 19. Tag, wir haben schon den 54. Tag. Rena, einer der Ritter von Solmania, hat mich vor seltsamen fleischfressenden Kreaturen gewarnt, die vom Aussehen her an Halblinge erinnert. Rena hat gemeint, dass es die Ritter nur mit Mühe und Not geschafft haben, sich dem Weg aus der Falle freizukämpfen, die ihnen von diesen Kreaturen gestellt wurde. Ich bin in der Sphäre auf 3 Ritter getroffen, die sich solmanische Ritter nennen und behaupten, von einer Welt namens Anzalon zu kommen. Sie sind in der Sphäre gefangen. Verschlossen. Was braucht nichts Gefährliches, hoffe ich doch. Gott, wie öde. Oh. Ei, 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 ei. Furcht ist der erste Leute ohne Selbstvertrauen. Ja, Leibwache von diesem Baron hier, den wir jetzt gerade getötet haben. Wir sind allesamt Helden. Ihr, Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt frohlocket. Übrigens, nachdem wir ja jetzt wissen, dass es keine Fallen gibt, dank den netten Rittern. Außer natürlich die Viecher, die hier rumlaufen. Hallo, Halblinge. Für die Gefallenen sein muss. Furcht ist etwas für Leute ohne Selbstvertrauen. Schwach sind sie nicht wirklich. Bringen sogar 1000 Erfahrung. Das Einzige, was wir nicht machen dürfen, ist uns von ihnen überrennen zu lassen. Mhm. Man merkt, sie hauen zu. Sie haben aber nichts dabei. Jedenfalls nichts, womit wir was anfangen können. Ein verspielter Halbling sitzt auf dem Boden und kaut an einem menschlichen Bein herum, an dem noch Fetzen einer verdreckten Lederrüstung hängen. Er schaut auf und lächelt. Hm, mehr leckeres Fressen. Okay, hier ist nichts. Fürchte
Es kommen finstere Zeiten auf uns zu. Ihr habt euch das falsche Gebiet ausgesucht. Ich bin am Verhungern und muss etwas essen. Bitte sterbt leise. Ich hasse es, wenn meine Mahlzeiten Theater machen. Tut mir leid, ich wollte nicht irgendwo eindringen. Ich gehe gleich wieder. Tschüss. Eigentlich glaube ich nicht, dass ich eine tolle Mahlzeit abgebe. Vielleicht werde ich euch auffressen. Nehmen wir zweiteres. Ich bin sicher, dass ihr gerade richtig seid. Ein Mensch würde jetzt genau in das Loch in meinem Magen passen. Haha. Ja gut, wenn hier, das hier ist wesentlich aufregender, halb verhungerte Halblinge sind. Schneller als Chick-Ticker, schnell die Ratze. Habt ihr einen Plan? Ich bin bereit. Seid ihr böse, ist die gute Frage. Ihr seid auf jeden Fall böse genug, um uns zu töten. Lasst uns doch ein bisschen auf was Böses einprügeln, ja? Ja, lecker Fresschen. Ja, Talisa ist ja auch schon recht angeschlagen eigentlich. Die Dienerin der Natur ist bereit. Ich helfe, wo immer ich kann. Inkurtus. Seid doppelt vorsichtig. Ich bin mir sicher, dass alle bedenklichen Arten von Mausefallen dort im Dunkeln nur auf unsere hineintappenden Zehen warten. Inkurtus. Hier, friss Feuerball. Ich warte. Das Gute ist heute auf unserer Seite. Ich tue dir weh, wenn es sein muss. Vielleicht werde ich es euch aufwissen. Denkt doch mal nach. Bis zum Ende des Tages habe ich euer Herz verdaut. Was kann ich? Ich werde es tun. Ich bin bereit. Das Oh, das sind sogar stärkere, weil die haben Namen. Du gibst hier mit einer Sonnenfackel an. Das kann ich auch. Siehst du? So, jetzt bist du nicht mehr so lebendig. Ich bin bereit. So, wir haben ein bisschen durchgeheilt. Dann können wir uns mal angucken, was die Jungs hier so dabei hatten, wie zum Beispiel einen Bogen. Handschuhe. Ah. Nicht identifizierbare Handschuhe. Oder nicht identifizierbarer Bogen. Nee. Und noch mehr Kohle. Die bunkern wir bei Keldon. Fragt nur, natürlich.
Das ist wohl das Halblingslager gewesen. Die waren hier wohl am Verhungern und haben deswegen alles Mögliche gefressen. Also davor habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Angst. Oh, das hier kennen wir ja. Mehr Kohle. Buch des Golems. Gut. Handbuch der Wächter-Golem-Konstruktion von Lavok her über die Sphäre der Ebenen. Endlich ist es mir gelungen, einen Wächter-Golem zu erschaffen, der ideal für die schwierige Aufgabe geeignet ist, meine Sphäre von planetaren Kreaturen zu säubern. Er ist äußerst kampfstark und hat erst kürzlich eine ganze Horde von Dretschen und Chasmen zerstört. Der Golem wurde jedoch bei diesem Kampf beschädigt. Ich mache diese Notizen, damit ich nicht vergesse, wie ich einen Ersatz für den Golem herstellen kann, falls er je zerstört werden sollte. Anmerkung für mich, ich sollte es vermeiden, gegen planare Wesen zu kämpfen. Das ist ziemlich anstrengend, schwierig und sollte besser dem Golem überlassen werden. Ein normaler Golem dieser Art benötigt zwei Beine, zwei Arme und einen Kopf. Ihr solltet darauf achten, dass die Bewohner der Sphäre meine Ersatzteile des Golems nicht stehlen. Es wäre ziemlich frustrierend, wenn ich die Teile selbst wieder zusammentragen müsste. Der schwierigste Teil kommt, sobald der Golem im Arbeitsraum zusammengefügt wurde. Um den Golem zu aktivieren, muss man... Leider sind die restlichen Seiten verkohlt und nicht mehr zu entziffern. Ja, wir haben ja einen so einen Golem-Teil schon. Wenn es das ist, was ihr wollt. Das scheint eine Kontrolltafel zu sein, die was mit der Herstellung eines Eisengolems zu tun hat. In der Röhre über dem Kontrolltafel steht ein lebloser, nur teilweise mutierter Golem. Dem Golem fehlt ein Arm und der Kopf. Der Golem-Arm, den ich hierher gebracht habe, wurde an die Kreatur angebracht. Dem Golem fehlt noch ein Kopf. Na, dann gucken wir mal, was uns in der nächsten Kammer erwartet. Ich fürchte, es kommen finstere Zeiten auf uns zu. Noch mehr Feiblinge? Perfekt, ich habe auf ein frisches Mahl gewartet und ich werde bedient. Ihr seid mir in die Arme gelaufen. Nesrin wird dafür sorgen, dass ihr seinen Magen füllen werdet. Wenn für etwas gesorgt wird, dann dafür, dass euer hässlicher Schädel eingeschlagen wird. Hat euch eure Mutter nicht beigebracht, dass man nicht mit Fremden spricht? Ich muss wirklich weiter. Ich will euch nicht töten, aber ich werde es tun, wenn es sein muss. Wir hätten hier einen Hamster als Zwischenmahlzeit für euch. Würde das reichen? Nein. Ich muss weiter. Nehmen wir das mit der Mutter. Meine Mutter hat mir beigebracht, dass man Fremde isst. Wollt ihr sehen, wie, was ich gelernt habe? Schon erledigt. Oh. Ich bräuchte mal chaotische Befehle. Sprecht frei heraus. Hast du das? Nein. Habt ihr einen Plan? Dann hilft nur das. Jawohl, wie ihr wünscht. Sollte allerdings auch auf die richtige Person gewirkt werden. Solche Geschichten. Unter der Erde rumzukriechen ist nichts für die Avariel. Die Wirkung
Diener schon unterwegs. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Der ruft euch zu sich. Ich denke, ich...